Nur wenige wissen, dass es dicht neben dem Lufthafen Düsseldorf eines der strengsten Klöster der Welt gibt, wo Patres und Brüder nach der Regel des großen abendländischen Ordensgründers St. Bruno von Köln leben. Die Kartause. Die Klosteranlage umfasst einen 720 Meter langen Kreuzgang, der viele Einsiedeleien miteinander verbindet. In jedem dieser Gelasse hat einer der Mönche seine Wohnstatt. Die Karthäuser Eremiten haben das immerwährende Schweigen erwählt. Sie wissen noch, dass das Schweigen eine Sprache ist, bedeutender als jene andere, die sich in Worten, Tönen oder in Tränen zu erkennen gibt. Zu bestimmten Stunden bei Tage und bei Nacht ruft eine Glocke die Mönche zum Gebet. Lass mich, mein Gott, dieser Welt entsterben. Lass mich begehren, nicht gekannt zu sein. In dir zu ruhen sei all mein Verlangen. Lasst mich. Was haben sie mir noch zu bringen, die draußen in der Welt? Nichts für wahr. Nackt wohnen sie in Gräbern, nackt werden sie auferstehen und alle werden sie gerichtet. Denn alle haben sie das wahre Leben, Christum, verlassen, die Finsternis geliebt und sich dem einzigen Licht verweigert. Dem Karthäuser ist der Gedanke an das Sterben vertraut.
Die große Wirklichkeit des irdischen Todes ist eines der Fundamente, über denen St. Bruno seine Ordensregel errichtet hat. Wenn einer der Mönche gestorben ist, so wird er am folgenden Tage sarglos in die Gruft gebettet. Kein Name steht auf den schwarzen Kreuzen. Keine Blume ziert die Sandhügel der Gräber. Meine Behausung wird hinweggenommen und zusammengerollt vor mir wie ein Hirtenzelt. Abgeschnitten wie der Faden von dem Weber wird mein Leben. Vom Morgen bis zum Abend vollendest du es mit mir. Der Umwelt hat sich der Eremit entzogen. Dafür aber erschließt ihm die Bibliothek den Reichtum der Jahrhunderte. Er versenkt sich in das Leben und den Geist der Heiligen, die ständig seine Gefährten sind. St. Barbara steht als Patronin zum Karthäuserorden in einer besonderen Beziehung. Nach der Legende war diese Heilige von überirdischer Schönheit. Um den Anfechtungen dieser Welt zu entgehen, verbarg sie sich in der Zelle eines Turmes. So dient die Vorzeit der Gegenwart. Sollte dagegen ein Karthäuser selbst ein Buch schreiben und veröffentlichen wollen, darf er es nur unter fremdem Namen herausgeben. Die Karthause bewahrt eine kostbar gefasste Reliquie des Ordensvaters St. Bruno. Nicht weniger wertvoll sind der Handschuh des Bischofs von Sales und ein Schleier der heiligen Franziska von Chantal, hier in einer Monstranz geworden. Das ist die höchste und wahrste Lektion. Jeglicher Mensch begehret von Natur zu wissen. Aber Wissen ohne Gottes Furcht, was ist es? Besser doch ein geringer Bauersmann, der seinem Gott dient, als ein Hochmütiger, der sich selbst verabsäumt, indem er den Sternenlauf betrachtet. Die Zelle birgt in ihrem Untergeschoss die Werkstatt und den Geräteraum. Im Obergeschoss gelangt man durch ein Vorzimmer in das eigentliche Wohn- und Schlafgemach. Dort ist der Einsiedler mit Gott und sich allein. So oft ich unter Menschen war, kam ich ärmer zurück. Es ist leichter überhaupt zu schweigen, als in Worte Maß zu halten. Niemand weiß recht zu reden, als wer zu schweigen versteht. In der Zelle findest du, was du auf dem Markt vergeblich suchst. Wer sich seinen Bekannten und Freunden entzieht, der nähert sich im gleichen Grade Gott und seinen Engeln. Ora et labora. Bete nicht nur, arbeite auch. Musik.
Josef ist der einzige Mönch, dem der Orden die Erlaubnis erteilt hat, eine Zeitung zu lesen. Die Gastlichkeit des Klosters wird täglich von vielen Armen in Anspruch genommen. Keiner geht unbeschenkt hinweg, mag er der Gabe würdig sein oder nicht. Wasser, von den Wolken getragen, befruchtest du in mildem Regen die Flur. Durch dich wird ein Trank gespendet, süß zur Erquickung, heilsam zum Leben. Aus innersten Erdadern quillen spendest du belebende Kraft. Bruder Schneider ist 86 Jahre alt. Seit 1891 lebt er in diesem Kloster. Thank you.
Bruder Klaus fährt die Speisen von Zelle zu Zelle. Die Karthäuser lehnen Fleischnahrung ab. Sie essen nur ein einziges Mal am Tage und gönnen sich nur zwischen Ostern und dem Fest der Kreuzerhöhung, dem 14. September, täglich eine zweite Mahlzeit. Freitags, am Sterbetage Christi, nehmen sie nur Wasser und Brot. Manche verzichten auch darauf. Alle Augen warten dein, o Herr, und du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du tust deine milde Hand auf und füllest, was da lebt, mit Segen. Ihr asketisches Leben führt die Karthäuser zu hohem Alter. Ganz selten stirbt einer von ihnen unter 80 Jahren. Beim Essen benutzt der Mönch ein hölzernes Besteck und eine doppelhenkelige Tasse. Zwar stellen die Karthäuser den vorzüglichen, nach ihnen benannten Chartreuse her, den sie aus 120 verschiedenen Kräutern bereiten. Ihr eigener Trank aber ist ein aus unvergorenen Früchten bereiteter Saft. Das Nachtmahl ist beendet. Die letzte Stunde des Tages gehört der Beschauung und dem stillen Gebet. Lasst mich allein in meiner Zelle geborgen. Lasst mich mit Gott, der allein der Gute ist. Niemand klopfe mir an die Tür, niemand erhebe seine Stimme, niemand besuche mich, nicht Freund, nicht Verwandte. Niemand ziehe mir den Geist ab von der Betrachtung des Herrn. Es ist genug, dass ich verweile im Anblick meines Gottes. Ach Gott, wie bald werden wir in der Ewigkeit sein. Dort werden wir einsehen, wie wenig es mit allen Angelegenheiten dieser Welt auf sich hat und wie wenig daran lag, ob sie gelangen oder nicht. Kommt der Abend, wo wir zur Ruhe finden, naht der Tod heran, so heißt es eingehen in das Haus unseres Vaters. Für den Karthäuser währt der Schlaf nicht lange, denn schon vor Mitternacht erhebt er sich wieder, um den neuen Tag zu beginnen. Gelobt, mein Herr, für Bruder Feuer, durch den du erleuchtest die Nacht. Sein Sprühen ist kühn, heiter ist er, schön und gewaltig stark. Die Mette beginnt, das nächtliche Gotteslob.
Ein schwarzer Mantel kennzeichnet den Novizen. So nennt man den Neuling, der sich vor seiner Aufnahme in den Orden erst noch zu bewähren hat. Über die Aufnahme entscheidet der ganze Konvent. O ungeteilt Dreifaltiger, o Licht, für das kein Name je und keiner sein wird. O Licht, in dem alles eines ist, Wille, Spruch und Wink und Kraft und Tugend, erbarme dich über uns Gebeugte. Lasset uns die Stille, ihr Geschäftigten draußen. Wir bedürfen eurer, wie ihr unser bedürft. Wir waren wie ihr so reich, so tätig und so ohne Ruhe. Nun stillt uns der Reichtum Gottes. Erlaubt uns, für euch zu beten.